eure Videos. Moin Mädels, moin Jungs, ich hab euch die schönsten oder wildesten Fußgänger rausgesucht. Ihr könnt wegen Verpixelung eh nicht sehen, ob die Leute schön sind. Zuerst die Lektion am Zebrastreifen. Wenn die Leute da erkennbar stehen und rüber wollen, dann musst du anhalten. Ne? Tja, eingeschlafen, abgestürzt, ich weiß es nicht. Er und sie lernen sich kennen. Und was machst du so? Ich bin Influencerin. Ja, ich kann auch nichts. Und da haben einige ihre Matratzen ausgebreitet, soweit sie sind. Unverschuldeter Unfall, DSR24. Regel das nicht selber, lass die Profis daran. DSR24 macht das seit Jahren, die haben Sachverständige und Anwälte an der Hand. Die regeln das für dich. Und das Schöne ist ja, es kostet dich kein Geld, denn die gegnerische Versicherung muss das zahlen. Nur ein Bruchteil der Leute gibt auch Bewertungen ab, aber ich habe euch hier mal ein paar rausgesucht, mittlerweile sind ja einige zusammengekommen. Eins steht leider fest, Versicherungen sind nicht unsere Freunde, lass dich nicht übers Ohr hauen. Wie oft musste ich in den Videos sagen, hier und da hat das Geld nicht gereicht, ich musste drauflegen. Das geht so nicht. Bei DSR24 lassen die sich nicht auf sowas ein. Du kriegst das, was dir zusteht. Unverschuldeter Unfall, DSR24, die regeln das für dich. Link anklicken oder QR-Code scannen. Und nein, das ist keine Versicherung, du beauftragst die nur einmalig. Danke fürs Werbung gucken. Ich möchte mal erwähnen, dass das hier ein erwachsener Mensch ist, den wir gleich sehen. Da fehlt auf jeden Fall was im Oberstübchen. Da fehlt der Groschen an der Mark. So eine Pfeife, ohne Witz. Und jetzt noch den Finkestinger in der Luft. Da rechts sind Kinder, die gucken sich das an, die gucken sich das ab. Ne? So lernst du, wie du eine Arschgeige wirst. Wenn ihr mal so weit seid, Leute, ne? Wandert aus. Geht irgendwo hin, wo es keine anderen Menschen gibt. Hauptsache weg. Zu mir ist gerade langsam. Die wissen doch, was sie denn. Zugschirren. Ja. Hier ist 30 und Kevin fährt das mit seinem LKW ja nur auch. Was dann dieses Manöver soll, das verstehe ich nicht. Meinte er jetzt, dass Kevin zu schnell fährt oder wollte er einfach nur lustig sein oder was? Ha, was haben wir gelacht, Mensch. Da rechts kommt ein Bengel an der Ampel und er guckt hierher. Er guckt hierher, er guckt hierher. Vielleicht sollten seine Eltern mit ihm nochmal losgehen und den Schulweg da richtig abstecken. Mutter des Jahres wurde ja die Tante irgendwann aus einem Video mit einer Straßenbahn. Hier haben wir die Mutter des Jahres 2021. Weiß ich jetzt schon, obwohl erst Januar ist. Ach, wie lästig. Jeder kennt es. Als Linksabbieger stehst hier rum wie eine Ölgötze. Schwedenstall steht hier seit 2,5 Minuten rum. Fühlt sich natürlich an, wenn man selber da steht, wie eine Viertelstunde. Dann geht's ja nicht los. Er gibt Stoff und... Ja, übersieht leider die Leute da. Naja, er wollte halt nur zeigen. Aufpassen, Leute. Ja, klar. Fahr du einfach raus. Alter, da fahrt ihr übers Loch hin. Wie praktisch, ich brauche mich hier gar nicht aufregen. Das macht Max für mich und er nennt auch die richtigen Worte. Mit dem Kind, Alter. Bescheuert. Also so wie ich das hier aus weiter Ferne sehe, hatte der Fußgänger definitiv grün, denn jetzt erst wo der weiße Sprinter abgebogen ist, da ist es da oben so ein bisschen rötlich geworden in der Ampel. Also das muss seine Ampel gewesen sein und oh, können wir das nochmal sehen bitte? War ein toller Hechtsprung. Hier ist ein Radfahrer
Und hier ist ein Fußgänger. Und während der Fußgänger eben noch gemütlich gelatscht ist, fängt er jetzt plötzlich an zu laufen, weil er merkt, oh, er will noch schnell über die Fußgängerampel, solange rot ist. Hier zum Thema die Jugend heutzutage, die taucht nix. Kein Anstand, kein Verstand, kein Respekt. Wollen wir mal gucken. Jetzt klaut er den Koffer auch noch und haut ab. Ne, warte mal. Oh, das ist aber nett. Danke. In seinen guten Schneeschlappen. Grün. Das war rutschig. Was ist mit Musik los? Opa. Achso, es geht. So. Hab ich leider gemacht damit. Ey. Mama, geht's so? Leute in meinem Alter, die kennen aus ihrer Kindheit noch Rolf Zuckowski in der Weihnachtsbäckerei, wisst ihr? Und der hat immer gesungen, so solche Lieder von wegen, guck nach links, nach rechts und wieder nach links und dann geh los. Er hat die Frau nie gehört. Kannst du nicht gucken? Mein Gott! Mann, da fehlte nichts mehr. Da hätt's ihr die Schuhe ausgezogen. Was stand da eben auf der Reklametafel? So schnell kann er leider nicht weglaufen. Sorry, nochmal. Es ist rot! Elfriede, es ist rot, Elfriede. Wir sind schon wieder bei Rolf Zuckowski, sorry. Mann! Habt ihr das gesehen? Nochmal in langsam. Wie Events vor Ort überhaupt ablaufen werden. Also Stichwort Hygienekonzept, wie ist das mit Abstand, Tests und Masken. Das Ganze wird auch übrigens Eintritt kosten, weil die Kriminale sich ja eben so ein bisschen verteilen muss und die Kosten ein bisschen höher werden. Aber für alle. Alter! Mann! Also. Was ist denn heute los? Man nenne mir doch bitte einen einzigen Grund, warum man wirklich 30 fahren sollte in einer 30-Zone. Na, Arsch auf Grundeis? Alles gut gegangen? Übrigens, ich weiß gar nicht, ob das eine 30-Zone ist hier. Ich habe da kein Schild zugesehen oder so, aber es könnte durchaus sein, ne? Hier haben wir mal wieder einen Hans Kuck in die Luft. Er hat doch so lange Beine, der könnte doch in einem hohen Bogen einfach über die Straße drüber wegspringen, oder was? Meine Güte. Das war knapp.
Nö, also sie wollte keinen Rettungswagen, alles wäre gut und sie ist dann nach Hause gelaufen. Tja, denn halt nicht. Muss halt aufpassen, dass du auch an die richtigen Fußgänger gerätst, wenn du jetzt mal einen umgefahren hast. Könnte auch sein, dass sie einen Tag später mit einem Anwalt kommen und dann dir erzählen, du hättest Fahrerflucht begangen oder so eine Kacke. Also, Dashcam würde hier auch wieder regeln. Nur mal jetzt den schlimmsten Fall angenommen, ne? Tschüss.